alles durch eine Leidenschaft entstanden halt. Ne? Wenn Holz geschliffen wird, wenn Holz geschnitten wird, da entsteht eine Leidenschaft dazu. Und wenn man erstmal erkannt hat, was will man im Leben tun, dann fragt man nach der Leidenschaft, die in einem wohnt. Und meine Leidenschaft ist der Baum. Mein Name ist Christian Friedrich. Ich arbeite aus ganzen Bäumen heraus und da will ich sagen, dass ich eigentlich ein Baumbändiger bin. Meine Kunden sind die Kunden, die sagen, der Baum lebt, er muss strahlen, er muss einfach viel Leben zeigen halt. Ne? Gerade in den Maserungen, in den Knusten, da kommen dann halt die speziellen Dinge hervor. Halt, ne? Der Kunde, der zu mir kommt, der will das Spezielle. Der will nicht nur das spezielle Design, sondern er will auch das speziellste Stück, was im Baum wohnt. Das will er sich von mir freigraben lassen. Das ist die schönste ahornblättrige Platane, die ich bisher mein ganzes Leben gesehen habe. Die hat bestimmt 600 Jahre, ist die mindestens alt, mindestens nach dem Stammdurchmesser, was die alles erlebt hat. Die Rinde, die platzt gar nicht mehr richtig ab, weil sie schon so alt und so knochig zusammen ist. Hat so viele Ausgänge vom Stamm aus. Also es wird ein Gedicht sein, um diesen Baum aufzusehen. Aber es wird dann wahrscheinlich einer meiner Enkel machen. Ich nicht mehr. Wir reden mal von Qualität, Holzqualität. Die Holzqualität, die ich brauche, die ist für den normalen Tischler überhaupt nicht relevant. Da dürfen keine Fehlstellen bei sein. Bei mir sind die Fehlstellen gefragt. Also ich arbeite genau entgegengesetzt, wie die Holzindustrie es haben möchte. Wenn der Kunde sagt, er möchte einen großen Tisch haben, dann suchen wir erstmal den Baum heraus. Das ist hier eine ahornblättrige Platane. Ich denke mal, die wird auch schon ganz sicher ihre 200 Jahre haben. Und die Platane ist eigentlich der prädestinierte Baum gegen Krankheiten. Ne? Der hat dieses Camouflage-Muster. Und jedes Mal, einmal im Jahr, platzt ihm die Borke ab, um dass er seine Schädlinge los wird. Ne? Wenn ich den Baum auch schon sehe, wie die Äste dann halt wachsen, wie interessant der Baum von außen ist, dann ist es das auch dafür. Eine andere Geschichte ist natürlich, wenn der Baum schon vorrätig ist, wenn er da schon da liegt, dann, also der liegt auf Reserve sozusagen in meinem Lager, dann ist natürlich klar, dann fange ich erstmal auch an, den Baum anzuschneiden, um zu sehen, okay, was kann ich denn aus dem machen halt. Ne?